Mal auf Musik. Zum Beispiel die Toten Hosen. Und das. Und dann gut über Böse sind, dass irgendjemand uns auf unseren Wegen lenkt und unser Schicksal in die Hände nimmt. Ja, ich glaube an die Ewigkeit und dass jeder jedem Mal verdient. Alle werden wieder voreinander gleich, jeder kriegt, was er verdient. Mal im Frieden lebt und es dann wahre Freundschaft gibt. Und der Planet der Liebe wird die Erde sein und die Sonne wird sich um uns drehen. Das wird die Zeit, oh, in der das Wünschen wieder hilft. Das wird die Zeit, oh, in der das Wünschen wieder hilft. Im M&S Connection in Mannheim, haben wir noch gar nicht gesagt. Wir sind hier in Mannheim. Jetzt brauchen wir noch einen Tisch. Wirbel, hast du einen Tisch? Ja, Wirbel, komm mal hier. Tisch Bühne mich nicht so mit an. Dem Tisch, tisch mich bitte. Nicht so an, ja. Tisch. Man macht sich da gerne gemütlich. Hier liegt noch was. So. Rosen. Die Mädels haben euch Rosen zugeworfen. Guck mal, hier. Rosen wow. Für Campino. Die Wo sind die Drinks? Das ist doch nicht schlecht, die ne? Drinks. Drinks gibt's keine. Idole, Campino. Du bist ein Idol für viele, bin ich mir sicher. Wie lebt man denn damit? Ja, ich kann dazu nur sagen, wenn ich auf Toilette gehe, dann pinkel ich mir nach wie vor auf die Hose, wenn ich nicht aufpasse. So ist es immer gewesen, so wird es immer sein. Für mich hat sich nichts getan, groß. Weiß ich nicht, fragen wir mal Sigi. Sigi ist euer größter Fan. Er reist euch von Nord nach Süd, quer durch Europa hinterher. Du bist ein Fan. Sind das denn Idole für dich? Für mich sind es Idole. Inwiefern? Ja, weil sie verkörpern irgendwie das, was man... Weil er sich auch gerne in die Hose pisst. Gut, also herzlich einen haben wir willkommen jetzt rausgefunden. Zur Fäkalshow. Genau. Sag mal, Sigi, wenn du denen so hinterherfährst, das kostet auch eine ganze Stange Geld, ne? Wie machst du das alles? Nur um in die Hosen zu machen.
Also ich würde sagen, dafür arbeitet man 8 Stunden am Tag und dann reist man am Wochenende hinterher, man gibt da ein paar Urlaubsstunden dran. Nehmt euch mal alle ein Beispiel. Sigi hier, 8 Stunden. Ja, sag mal, ich meine, außer jetzt, dass du das toll findest, dass Sigi das macht, die Vorstellung, dass jemand euch ständig hinterherläuft, hinterherfährt, viel Geld da dran hängt, dafür vielleicht sogar arbeiten geht, weil ihr seine Idole seid, hast du nicht das Gefühl, das ist eine gewisse Verantwortung, die du dann hast? Also wenn das so Jungs sind wie der Sigi, dann komme ich damit sehr gut klar, weil das auch für uns mehr ein Kumpel ist als ein Fan. Und wir sind schließlich selber Fans. Wir haben angefangen, weil wir Fans von einer Richtung waren und wir sehen uns weniger als Musiker. Wir leben ja auch nur irgendeiner Bewegung oder irgendeinem Ideal hinterher. Und was ist das für ein Ideal? Was waren am Anfang eure Ideale, eure Idole auch? Naja, es ging alles damals los mit dieser Punkrock-Geschichte. Will ich jetzt nicht lang ausholen, aber... Darf ich auch mal was dazu sagen? Ja, sag doch mal was. Darf ich auch mal was dazu sagen? Also, du kannst dann gehen, Campino. Warst du schon mal Punkrocker? Was ist das? Also jetzt wollen wir nicht darüber definieren, ob ihr Punker seid oder nicht, genau. Egal, also ich war selbst Fan und bin selber vielen, vielen Gruppen hinterhergefahren. Und ich finde, da ist auch nichts mit falsch. Ich habe heute noch viele Vorbilder und Idole. Man darf die nur nicht vergöttern und Dinge in die rein interpretieren, die nicht sind. Welche sind es denn? Naja, also wenn das so Übermenschen werden, dass du denen keine Fehler zutraust, in dem Moment ist es ein bisschen schlecht. Machst du dir denn Gedanken, was die Fans so in euch sehen? Was die so in einem Campino sehen? Weniger, weil ich kann denen sowieso nicht gerecht werden. Also ist ja okay, wenn mich jemand nie kennt, wenn der sich irgendwas für mir, vorstellt unter mir für eine gewisse Zeit, der wird sich auch schon wieder erholen und gute Besserung an alle. Und dann ist die Sache auch gegessen, weißt du? Man sollte sich nicht so fürchterlich wichtig nehmen, dass ich da zu Hause immer sitze und sage, jetzt 1000 Leute finden mich gut, wie gehe ich morgen auf die Straße? Das ist Blödsinn. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, wer deine Idole sind. Ja, also jede Woche habe ich neue. Zurzeit ist Aerosmith ganz vorne und Rage Against the Machine, House of Pain. Johnny Thunders war für mich immer ein großes Idol. Also ich kann jetzt 5 Stunden lang über meine Idole erzählen, das wird sehr langweilig. Oh nee, lieber nicht. Nein, das muss nicht sein. Und die sind bei dir auch nur in der Musik zu finden oder hast du irgendwo anders auch noch Idole? Ja, wesentlich in der Musik, aber ich finde auch Dolly Dollar gut und ja. Die hat ja zumindest 2 Vorteile, die einem sofort auffallen. Also Dolly Dollar hat was ich nicht kriegen kann wahrscheinlich. Ja, das ist wohl wahr. Nee, wird nichts. Obwohl, ein Arzt hat mir gesagt, er kann da was für mich tun. Ist das nicht? Auch Idole haben vor allen Dingen Freizeit und was ihr so in der Freizeit macht, haben wir zusammengeschnitten. Die Musik dazu, sag mal, was war das jetzt alles mit diesem Auto, Fuchsschwanz und so? Ist das euer Auto? Beschwieren? Ja, klar war es unser Wagen. Wieso, was ist denn damit los? Nee, geiles Teil. Ist ein Rekord, oder? Oder was ist das? Ja, wird wahrscheinlich ein Rekord sein. Und er macht es immer noch. Wie viel PS? Geiles Teil, echt. Also ich weiß nicht, denkst du, das interessiert die Leute? Er rollt, wenn man Schlüssel reinsteckt und vorher Benzin reinkommt. Sah da aber nicht so aus, ne? Du brauchst nur 2-mal fummeln. Einmal ist der Gas zu früh. Was? Da war doch kein Benzin drin. Ne? Aha, das kommt dann mit den Plattenverkäufen. Sigi, du bist so ein richtiger Hardcore-Fan. Hast du auch irgendwie eine Locke von Campino im Nachttisch? Nee, also würde ich eher sagen nicht. Ne? Wir spielen eher mal zusammen Fußball, zum Beispiel so auf Helgoland oder so. Auf Helgoland Fußball spielen? Ja, zum Beispiel unter Bewachung mit 300 scharfen Polizisten. Warum das? Was war da los? Ja, die wollten alle mitspielen, aber sie haben es nicht erlaubt bekommen. Du hast du einen Job, Sigi, einen ganz normalen, oder? Ich bin Farbverteilungstechniker. Und fällt dir das schwer, so wenn du mit den Hosen rumziehst, später wieder ganz normal in den Alltag irgendwie zurückzukehren? Ist das eine andere Welt für dich? Sind das 2 Welten? Ist das manchmal schwierig, dass du denkst, oh scheiße, jetzt bin ich da wieder in meinem Job? Nee, eigentlich nicht. Also ich nehme meinen Job genauso locker wie dieses Hinterherfahren und ich muss den Leuten ab und zu mal erklären, wenn meine Haarfarbe sich gewechselt hat, dass ich gerade die Pflaumenbäume gespritzt habe, aber sonst geht das ganz klar. Sag mal so, als Anfang deiner Fan-Tätigkeit bei den Toten Hosen, da kanntest du die Jungs ja noch nicht, aber die haben mir erzählt, du hast dann immer Backstage irgendwie plötzlich da gestanden. Mit einem guten Spruch kommt man an den Securities vorbei. Was zum Beispiel ist ein guter Spruch, um bei den Hosen Backstage reinzukommen? Das ist ganz einfach, wenn man in Berlin eine Stunde eher anrückt und man sieht einen Bierfahrer stehen, der gerade den Laden beliefert, dann schnappt man sich ein Fass, packt das auf die Schulter, geht durch und dann ist das kein Thema mehr. Jetzt weißt du, wer immer reingekommen ist. Sag mal, hat sich dein Bild von den Hosen, seit du sie persönlich kennst, eigentlich geändert? Sind die Jungs anders, als du sie dir vorgestellt hast? Die Jungs selbst nicht, aber das Drumherum ist anders geworden. Inwiefern? Zum Beispiel vor 8 Jahren habe ich mit euch noch nichts zu tun gehabt. Und ist das jetzt besser heute? Also das Ganze drumherum ist schon ganz in Ordnung. Also es wird alles irgendwo ein bisschen härter, genauso reinzukommen oder so. Es wird alles viel, viel strenger genommen. Es gibt mehr Fernsehauftritte, bloß
die Jungs sind die gleichen geblieben. Und die Texte, sind eben mal auch in meiner Hinsicht total geil drauf. Idol heißt, haben wir im Lexikon nachgeschlagen, weil wir schlau sind, sowas wie Abgott, Götzenbild. Also willst du, würdest du gern so sein wie die? Ist das was, was du gern sein möchtest? Möchtest du so sein wie Campino? Auf keinen Fall. Warum? Warum? Weil jeder sein, eigenes Leben lebt und ich finde, irgendwo haben die ihre Schiene und ich habe meine Schiene und irgendwie bin ich mit dem ganz gut gefahren und ich glaube, so kommen wir am weitesten. Die Pässe hier, ist das, sind das alles Hosenkonzerte? Ja, leider bin ich viel zu spät angefangen zu sammeln. Also das sind vielleicht die letzten 4 Jahre und insgesamt bin ich jetzt so 9 Jahre hinterher und also jeden Pass kriegt man auch nicht, weil sie immer noch das Spiel mit mir spielen, kommt da rein, kommt da nicht rein. Naja, auf jeden Fall hast du da jede Menge Zeug umhängen. Oder ist es noch gar nicht alles? Doch, ist alles, ne? Sieht so ganz danach aus. Man trägt es, stolz. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Idol. Und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Seit, na, lass mich rechnen, fast 30 oder mehr. Hier ist Peter Kraus und Wenn Teenager träumen. Was sagt ihr denn der Name? Die Toten Hosen. Ja, das ist eine Punkband oder sie wollen eine Punkband sein, sagen wir es mal so. Ich denke mal, dass es ein Gossenausdruck ist. Kein Kommentar. Kenne ich auch so privat näher. Wir haben schon öfters mal zusammen gesoffen und so. Hier kommt Alex, war das. Also irgend so ein sinnloses Lied, aber war nicht schlecht. Rock'n'Roll kann nicht leiden. Hast du ein Idol? Ja, warum soll ich ein Idol haben? Ich meine, ich stehe auf mich. Das reicht mal, ich bin mit mir zufrieden. Ist okay. Big Bands, Les Brown, Glenn Miller und so weiter, gell? Ganzen Roses musikmäßig, auf jeden Fall dann. Der hat nämlich so lange Haare, hätte ich auch gern, aber die wachsen mir nicht so. Bon Jovi. John Bon Jovi. Früher waren es die Haare und jetzt halt die Musik, finde ich super von einem. Hi, I'm Sean Bon Jovi, 39 years old and I'm a rock star. I can't understand why Eric Clapton, the third. Schön Bon Jovi, 39, Rockstar, ist betrübt. Warum kommt er bei den Frauen nicht mehr? Sie war ganz enttäuscht. Also ich wollte noch ganz schnell sagen, sie hat über ihre Zeit mit Udo auch ein Buch geschrieben, heißt Panik Rocker küsst man nicht, ist keine üble Abrechnung, ist ein ganz nettes Buch, wer es nachlesen möchte. Jetzt ist sie, glaube ich, nicht mehr enttäuscht. Gut, okay, also. So, jetzt war hier schon richtig die Hölle los. Es mussten 1000 Autogramme geschrieben werden. Die Leute drängeln immer noch von hinten ran. Wird es dir manchmal leid? Wenn es mir leid täte, würde ich ja keine Agentur bezahlen, die dann Leute schickt, die mich dann während der Sendung fragen, ob sie ein Autogramm bekommen. Ob es dir leid wird? Sag mal, eure neue Platte heißt Kauf mich, einfach, schlicht und ergreifend. Das ist schon ein bisschen frech, ne? Wieso? Ja, so Kauf mich, nicht irgendwie so ein Titel wie Willkommen in Deutschland oder ähnliches, nein, Kauf mich. Ja, man kann es ja auch direkter sagen, oder? Würdest du dich das auch trauen, Anne? Ich finde es scheiße, dass ich die Idee nicht hatte. Wir wollten ja unsere Sendung mal unbedingt einschalten nennen. Das war sowas Ähnliches, ne? Genau. Nur wir durften nicht, die Hosen dürfen einfach. Mhm. Nicht mal Englisch, die letzte LP war Englisch, die Learning English, jetzt wieder in Deutsch. Oder war das nur eine Ausnahme, die englische Platte? Natürlich war es nur eine Ausnahme. Wir haben das uns als Fans gegönnt, weil wir selber Fans sind von Idol. Und wir gehen aber davon aus, dass nicht jeder, der uns gerne hört, das gerne hört, was wir gerne hören. Da haben wir gedacht, da machen wir eigentlich wieder unser eigenes Zeug und sind alle wieder zufrieden. Anne, du hast auch schon in Deutsch und in Englisch gesungen, jetzt ist es wieder Englisch, bleibst du jetzt dabei? Bei mir ist es keine Ausnahme, bei mir bleibt es dabei. Warum? Hast du irgendwie, bringst du das nicht mit der deutschen Sprache oder was? Also ich habe Probleme mit, hörst du ja an meinem Dialekt schon, ich kann ja nicht mal richtig Deutsch reden. Peter, auch du, Deutsch und Englisch, was ist dir lieber zum Singen? Ne, mein Englisch ist natürlich leichter zu singen. Es kommt leichter von den Lippen, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite, wenn wir alle, die wir Deutsch sprechen, alle Englisch singen würden, dann gibt es überhaupt keine deutsche Musik mehr. Und das ist irgendwo so sehr schlimm schade. Wäre es gar nicht, fällt mir auf, oder? Wieso wäre das nicht schlimm? Ja, was würde dir denn da fehlen? Was, wenn alle Englisch singen würden? Ja. Relativ wenig, würde dir nur englische fehlen? Musik. Nein. Ah ja, also ich muss ja ein bisschen vergleichen, jetzt sagen wir mit Ländern wie Italien und so, die wirklich noch, oder Frankreich, die wirklich noch eigenständigere Musik haben. Und bei uns, das muss ich schon ein bisschen sagen, das ist ein bisschen traurig, dass die deutsche Musik, also die deutsche gute Musik, die bessere Musik, dass die einfach immer weniger zu hören ist. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir sagen, Deutsch ist Heino und und das, ja, andere, wenn die Musik englisch oder amerikanisch ist, wie zum Beispiel der Rock'n'Roll oder der, ja, Beat, warum soll man dann nicht auch in der Sprache singen? Aber eigentlich wollte ich mit dir über deine Texte reden. Die Texte werden ernster, kann das sein? Hatte ich so das Gefühl, es kommt mehr Message rüber bei euch jetzt auf der neuen Platte als vorher? Also ich habe mir das nicht hier als Ziel gesetzt, aber
Also wir machen einen Text und der hat ziemlich viel mit dem zu tun, was wir gerade erlebt haben. Da bin ich also nur indirekt dafür verantwortlich, ob es lustig oder ob es ernst ist. Muss man das? Ist das so die Aufgabe eines Stars, auch eine Message rüberzubringen? Also muss man meiner Meinung nach nicht. Was weiß ich schon mehr als jeder andere. Aber es ist einfach das, was ich so zu sagen habe. Peter, du zum Beispiel hast eigentlich eher keine Riesenprobleme angeschnitten, glaube ich, in deinen Liedern. Ich bin kein Message-Sänger nie gewesen. Also die Lieder, die ich aufgenommen habe, war immer das, im Grunde genommen immer derselbe Text. Ne? Liebe. Findest du das okay, Campino? Nur über Liebe singen, 35 Jahre, kann man das? Das wäre mir jetzt auch ein bisschen wenig, mir persönlich. Aber ich tue mich mit Liebe sowieso schwer, ich kenne es nur vom Hören sagen. Ach Gott, das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Hier kommst du wahrscheinlich mit Kleidern nicht mehr raus. Wenn ich mir die Mädels angucke, die alle da stehen und nur darauf warten, dass sie... Auch alle von der Agentur, keine Panik. Die sind auch gebucht. Dann ist das natürlich was anderes. Sag mal, mit euren Messages habt ihr aber auch schon richtig viel Schwierigkeiten gehabt. So anzeigend von den Raps jetzt zum Beispiel. Naja, also es gibt gewisse Dinge, zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus. Da glaube ich, braucht man nicht viel Grips für, um auf der richtigen Seite zu sein. Und das erlauben wir uns dann auch zu sehen. Das war eigentlich weniger die Frage. Ich meine, der Ärger, den es wegen vielen Sachen gibt. Wegen Alex gab es ja auch Ärger bei euch. Ich meine, das sind Messages, die bringst du rüber, da kannst du ja an fünf Fingern abzählen, dass es Ärger geben wird. Provozierst du das raus oder kommt wir das suchen nicht so? Die Provokation, aber wenn unser Lebensstil für andere Leute sehr hart ist, dann tut es uns leid, aber wir werden ihn deshalb nicht ändern. Das war euer Applauszeichen, oder? Wir sind doch überall tote Hosenfans. Wir kommen nun zu den wirklich wichtigen Dingen. Ich habe gerade erfahren, dass Dortmund zu Hause 3:1 verloren hat gegen Juventus Turin. Im UEFA Cup Endspiel im ersten Campino, du bist ein riesen Fußballfan. Ist das für dich eine Genugtuung oder? Naja, ich wohne in Düsseldorf, ich habe ganz andere Sorgen. Auf Tabellen gucke ich schon lange nicht mehr. Aber du magst die Dortmunder irgendwie nicht, habe ich eben schon mal so in der Garderobe ein bisschen rausgehört. Hä? Ja, also es gibt Teams, die mir näher da am Herzen liegen. Also das muss ich schon sagen. Ja, ja. Dieser Mann hat sich gerade vor Millionen unbeliebt gemacht. Peter, interessierst du dich für Fußball? Ich werde jetzt gleich gesteinigt, ich interessiere mich für Fußball überhaupt nicht. Anna? Das macht nichts, wir sind zu zweit und Anna? Ich fühle mich hier völlig... Null! Anne, du hast auch mit deiner Musik ziemlich viel rum. Meins? Thema kleine Fluchten. Jawohl, Musik von den Dissidenten und von Swimming the Nile. Moderieren ciao. Tun Hans-Werner Olm und Anke Engelke. Jetzt ciao. Jetzt ciao, aber ciao mit den toten Hosen. Willkommen in Deutschland. Tschüss. Tschüss, ciao. Man nicht versteht, dass Fremd kein Wort für feindlich ist, in dem Besucher nur geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wiedergehen. Es ist auch mein Ziel.
das ist nicht sehr.